Ja, was sagen wir zu dem Hadith, dass man Kamelurin trinken darf? Das ist gesichert in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber schau mal, Achil Karim, es gibt Brüder, die sind so, wie heißt Mutahammis? Yani, motiviert, so motiviert, der versteht die Hadith nicht. Wir haben die gehabt bei der Hajj, der sagt, komm, lass uns Kamelurin trinken. Ich sage, was ist los mit dir, Achil? Subhanallah, hier gibt es Getränke wie das und Erdbeershake und Ding. Und du willst Kamelurin trinken? Meinte er, ja, Sunna, Sunna. Ich habe ihm gesagt, wer hat dir das so erklärt? Meinte er, gibt es doch Hadith. Stimmt, das gibt den Hadith. Wen hat der Prophet sallallahu das gegeben? Leuten, die was? Krank waren, Wüstenfieber hatten. Den hat er das gegeben. Aber dass du einen auf den machst und schmeckt lecker. Verstehst du? Subhanallah. Das war für Leute, die auch eine bestimmte... Und subhanallah, die Wissenschaftler, passt auf, haben erforscht, dass dieses Kamelurin gegen sehr viele Krankheiten hilft. Unter anderem gegen Krebs. Unter anderem gegen Krebs. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon damals als Medikament den Leuten gegeben. Und das zeigt uns, wer hat einen höheren Stellenwert bei uns, die Religion oder die Medizin? Die Religion. Manche Leute denken, wenn die Medizin das nicht beweist, dann ist die Religion hier falsch. A'udhu billah. Wallahi, a'udhu billah vor so etwas. Man muss Allah fürchten. Das ist sehr gefährlich, ja? Dass man diese Art und Weise von Denken hat, dass man denkt, die Wissenschaft muss die Religion bestätigen. Falsch. Die Religion bestätigt die Wissenschaft. Schau mal, ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt eine Überlieferung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn eine Fliege in eines von eurer Getränke hereinfliegt, was sollt ihr machen? Sie rausnehmen und nochmal reintunken. Denn in einem Flügel ist Heilung und in dem anderen Krankheit. Jetzt, du hörst so ein Hadith, die Leute haben gesagt, ach stimmt nicht, gibt's nicht, dies, das. Dann haben sie gehört, dass die Wissenschaft das bestätigt hat. Dann haben sie gesagt, Takbir, Allahu Akbar. Dann brauchen wir dein Allahu Akbar nicht. Allahu Akbar war, bevor du auf die Wissenschaft, du hättest vom Propheten sallam hören sollen und nicht auf die Wissenschaft. Yani Allah berichtet uns im Koran über die verschiedenen Zustände vom Embryo, der im Bauch seiner Mutter ist. Subhanallah. Wer konnte uns damals so etwas berichten? Ya dakir al-ashab, kum mutaddiban.